Spekulationen, dass Italiens Außenminister Luigi Di Maio sein Amt als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung abgeben könnte, gab es in Rom schon lange. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Im Hadrianeum gab Di Maio, der die Bewegung seit 2017 leitete, vor Parteimitgliedern seine Entscheidung bekannt. Ich bin hier, um als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung zurückzutreten. Damit will ich den Weg zum Parteitag im März erleichtern. Ich persönlich werde den Italienern und der Fünf-Sterne-Bewegung weiter dienen und mein Bestes geben. Meine Funktion als Parteichef wird gemäß den Regeln an Vito Crimi übergehen. Außenminister wird Di Maio wohl bleiben, allerdings ist der Schritt ein Schlag für das Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten. Die Koalitionspartner sind in vielen Fragen zerstritten, die Umfragewerte sind schlecht. Bei der letzten Parlamentswahl wurden die Fünf Sterne mit 32% noch stärkste Kraft. Derzeit liegen sie in Umfragen bei 15%. Am Sonntag gibt es in zwei Regionen Wahlen und lachender Dritter könnte angesichts der Krise bei Fünf Sternen und Sozialdemokraten Matteo Salvini sein.